Andreas. Ich möchte jetzt mal etwas zu dem Thema der dritte Tempel sagen. Das Thema gewinnt ja immer mehr an Bedeutung in Diskussionen, doch in der politischen Szene. Alle Welt erwartet jetzt eigentlich in Kürze die Errichtung dieses Tempels auf dem Tempelberg. Die ersten beiden Tempel in Jerusalem wurden ja abgerissen. Und darum muss ich jetzt mal etwas dazu sagen. Ich glaube daran, dass mit dem Ausdruck, mit der Bezeichnung der dritte Tempel ein geistiger Tempel gemeint ist, ein geistiger Raum. Der ist nicht zu zerstören. Es ist lebendiger Geist. Und es gibt in der Bibel den Ausspruch, den überlieferten Ausspruch von Jesus: Innerhalb von 3 Tagen werde ich einen neuen Tempel errichten. Schaut man sich mal die Tempelanlagen an und schaut man sich mal die Konstruktion oder die Fantasie der Leute an, die den dritten Tempel charakterisieren, dann kann man feststellen, dass man selbst mit 1000 Arbeitern nicht innerhalb von 3 Tagen solch einen Tempel errichten könnte, weil man ständig Trocknungsperioden für Betonschichten zum Beispiel abwarten muss. Das heißt, es würde mindestens 1 Jahr dauern oder mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch 2 Jahre oder 5 Jahre. Also unmöglich in 3 Tagen. Also kann da in dieser Erwartung etwas nicht ganz richtig sein. Die Zahl 3 hat in der Bibel eine ganz bestimmte Bedeutung. Und als ich das gelesen habe in der Bibel, ich habe ja vor einigen Jahren die Bibel gelesen vom ersten bis zum letzten Buchstaben und mache mir ja viele, viele tausend Stunden lang seitdem Gedanken darüber, was das bedeutet und was ist wohl die Wahrheit darin und was ist falsch übersetzt oder falsch interpretiert. So, also man kann solch einen Tempel nicht in 3 Tagen errichten, egal mit wie vielen Arbeitern man dort arbeitet. Die Zahl 3 ist ein Schlüssel. Liest man die komplette Bibel, dann wird die Zahl 3 sozusagen auffallend dadurch, dass der Zeitraum zwischen Kreuzigung und Auferstehung 3 Tage beträgt. Am 3. Tag ist er auferstanden. Und dieser Fakt der Auferstehung bedeutet die Überwindung des Todes. Klar zu machen, der Tod ist nicht ewig oder siegend, sondern der Tod wird überwunden. Und dieser Glaube daran seitdem, dass der Tod nicht endgültig ist, ist aus meiner Sicht heraus ein geistiger Raum, den man auch als Tempel bezeichnen könnte, nicht einzureißen. Es gibt außerdem die überlieferte Aussage von Jesus: Ich werde jeden Tempel niederreißen. Wer jetzt also noch immer daran arbeitet und sich wünscht, wieder so ein Teil zu errichten, in dem dann wieder Tiere geopfert werden, der macht genau das, was wir ja schon in Ägypten erlebt haben. Und das bedeutet aus meiner Sicht, erstens ist es eine totale Schande, überhaupt so zu denken. Es ist eine Schande, das noch in die Tat umzusetzen. Und es ist eine Schande und ein riesiger Rückschritt in die Zeiten Ägyptens. Und wer darauf scharf ist und das sozusagen in den Himmel lobt, der geht den falschen Weg. Das kann ich nur dazu sagen. Ja. Und für mich ist es so
in meinem Selbstverständnis, das ich habe. Erstens, ich habe keinen strafenden Gott. Ich habe keinen Gott der Rache. Es gibt für mich keinen Gott, der drohend vom Himmel ruft, tu dies oder lasse dieses und mach dies und das und das, und, sondern ich kenne nur einen Gott der Güte und der Vergebung und kein blutrünstiges Monster, das Kriege befiehlt und was alles sehr wahrscheinlich auch an Irrung und Wirrung in der Bibel festgehalten ist und durch falsche Übersetzung oder Infiltration von ja, Falschspielern sozusagen darin realisiert ist. Ich lebe mit absolutem Einklang in diesem geistigen Raum, dass ich weiß, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und ich kann nur jedem sagen, hab keine Angst davor. Für mich ist es völlig klar, dass der Tod nur ein Zeitpunkt ist. Es ist eine Tür, durch die man geht, ein Raum für sich. Und er hat wieder eine Tür in das Leben. Und die Seele entscheidet darin, welchen Weg sie geht oder was sie sein will in dem erneuten Leben. Und niemand ist gezwungen, gegen seinen Willen irgendwohin zu reisen, sondern wir folgen als Seele eigentlich unserer eigenen Sehnsucht. Und wer die Erde verlassen will und er möchte gerne in den Himmel oder möchte in die Welt der Engel, der wird auch dahin reisen können, daran glaube ich. Und wenn ich dieses höre von dem dritten Tempel und wo schon wieder berechnet wird, wie teuer das dann auch alles sein wird, wie viel 100 Millionen wird dieses eigentlich kosten? Ja, ich weiß nicht, der, den kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. Da kann ich nur sagen, habt ihr irgendetwas dazugelernt? Und wenn es heißt in der Bibel, und da steht, ich werde jeden Tempel niederreißen, dann kann man davon ausgehen, dass das auch geschehen wird. Das muss man ja gar nicht mit Händen machen oder persönlich machen, sondern es wird etwas geschehen, dass das Teil einstürzt oder wie auch immer. Ja. Okay. Also ich lebe in Einklang damit. Ich weiß, ich werde wiedergeboren werden. So, fertig. Und insofern habe ich keine Angst. Und darum heißt es, es heißt auch in der Bibel, fürchtet euch nicht. So, warum heißt es so? Also, ich hoffe, es wachen noch einige Leute auf und lassen ab von diesem. Ciao und ciao.